Alter, ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber guckt euch mal die Möpse von den beiden an. Die stehen wie eine Eins. Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde von Obscure. Leute, das letzte Mal, als wir gespielt haben, waren wir in der Bibliothek unterwegs und ihr werdet es nicht glauben, dort haben wir unseren Rektor gefunden. Es hat sich herausgestellt, dass unser Rektor ein ziemliches Arschloch ist, hat uns angeschnauzt, wollte, dass wir sofort das Gelände verlassen, erinnert mich ziemlich an meine eigene Schulzeit damals. Auf jeden Fall haben wir dann herausgefunden, dass unser Rektor einen Zwillingsbruder hat. Ich hoffe, das war's auch der vom Rektor. Und dass er komische Sachen treibt. Wir wurden jetzt von ihm beauftragt, zum Hausmeister zu gehen. Das werden wir jetzt auch machen. Deswegen, oder? War das zum Hausmeister? Ja, wir werden jetzt zum Hausmeister gehen. Leute, ich bin richtig gespannt, was da auf uns wartet. Ihr habt es ja vielleicht auch beim letzten Mal mitgekriegt. Hier sitzt jetzt nur noch ein Dude, der andere ist leider schon gestorben. Ich wusste nicht, dass die sterben können. Das ist ja wirklich dann, also dass die dann für immer weg sind. Die sind dann einfach für immer weg. Das ist wirklich wie bei Until Dawn. Also muss ich wirklich jetzt doppelt so gut aufpassen, dass mir nichts passiert. Ich muss jetzt kurz gucken, ob ich vielleicht noch irgendwas habe, um mich zu heilen. Leider nicht. Das heißt, ich muss jetzt dreifach doppelt so gut aufpassen. Der kleinen Bastarde kommt ja nicht so leicht hier raus. Was? Oh Gott. Oh Gott, ich muss kämpfen. Mr. Garrison, alles in Ordnung? Alter, ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber guckt euch mal die Möpse von den beiden an. Die stehen wie eine Eins. Unfassbar. Was ist das da? Mama, eine halbautomatische Schrotflinte für 7 Patronen. Wie geil! Direkt mitnehmen, Kacheng. Moment mal. Kann ich dann jetzt, bevor jetzt irgendwas passiert... Lampe kombinieren mit. Wie geil ist das denn bitte? Entschuldigung. Okay, nichtsdestotrotz, wir gucken jetzt nach unserem Hausmeister. Oh mein Gott. Boah, ist die sassy, Alter. Oh mein Gott, wie ekelhaft. So reagiere ich auch mal, wenn ich eine Leiche sehe. Boah, Junge, guckt euch mal an, wie der aufgeschlitzt ist. Da weiß man gar nicht, wo sein Körper anfängt. Um Gottes Willen, das war der Hausmeister. Ja, Schätzle, da hast du wohl nicht ganz unrecht. Heißt jetzt, dass wir kämpfen müssen. Okay, zusammen. Ich hab ne Pumpgun, ich krieg den kaputt. Hä, hier ist gar nichts. Okay, da liegt ein Schlüssel. Was? Hä? Die Schwester. Was macht die da? Sie ruft um Hilfe. Ich muss ihr helfen, sofort. Okay, so lange müssen wir dann zur Krankenschwester. Das werden wir gleich machen. Ich hoffe nur, dass... Gibt's hier einen Kassettenrekorder? Du stehst direkt davor, bist du doof? Okay, wir checken das mal aus. Kassettenrekorder? Achso, jetzt die Kassetten. Verwenden. Mal gucken, was wir finden. Hey, das ist das Videoüberwachungsarchiv. Gerade verlässt jemand die Turnhalle. Oh ja, rechts oben. Habt ihr es gesehen? Er wird verfolgt. Ah! Das ist doch Kenny. Ja, das ist das, was wir am Anfang gemacht hatten im Prolog. Der Teil ist uninteressant. Stopp! Dieser Typ da ist... Rechts unten. Friedman! Wieso verfolgt Kenny ihn? Und wo geht er hin? Oh, ein Geheimgang. Kenny? Er wird ihm doch nicht da reinfolgen. Spul vor. Sie kommen raus. Ey, wie die das kommentiert. Er schließt die Tür hinter sich ab, der Mistkerl. Links unten war gerade wieder jemand. Wie die das kommentiert noch. Friedman? Links unten und war gerade was. Rechts Typ? Unten. Was macht er da? Ich raff's nicht. Jetzt kommt er wieder raus. Der hat's aber eilig. Oh, die Monster. Da kommen die also her. Er hat sie freigelassen.
Ah, Mensch, du bist ja ein richtig blitzgescheites Mädle. Muss dir mal lassen. So, dann gucken wir uns noch die andere Kasse an. Subjekt 37. Mal gucken. Hey, da ist Kenny. Er lebt. Wir müssen ihn finden. Jail O2, der ist im Gefängnis 02. Aha, das müssen wir uns merken. Gefängnis 02. Okay, hat's hier noch irgendwas? Wir müssen jetzt auf jeden Fall... Oh, jetzt war das Monster bestimmt. Jetzt ist es wieder da. Boah, hat mich das gerade erschrocken. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall zur Schwester erstmal. Wie kommen wir da jetzt hin? Oh, gerade hier rein. Okay. Als ob ich weiterlaufe. Oh, guck mal, da rechts hängt jemand. Hä? Oh, da hat sich gar niemand erhängt. Hä? Habe ich dafür jetzt meine Schrotflinte gebraucht? Kann ich auch meine normale nehmen? Eine Pistole mit 10 Kugeln. Nice! Wer ist denn das Mädchen da? Kennt man die? Britney Spears? Eine Berühmtheit? Ich trau mich nicht zu laufen, ne? Hier kommt bestimmt noch was auf uns zu. Hier kommt bestimmt noch was auf uns zu. Oh Gott. Ich wusste es! Stirb! Ich habe noch was gehört. Wo zieh ich hin? Schon wieder da an der Decke. Was machen denn die da oben? Das erinnert mich ein bisschen an Half-Life, Leute. Gab's hier irgendwas? Eine Blutspur. Ey, sorry, aber ich bin echt super klasse. Muss man einfach auch mal. Man muss mir einfach auch mal Lob aussprechen, oder? Okay. Da ist es also rausgekommen. So sind die Kreaturen also hineingekommen. Genau. Wie ich es mir dachte. Oh, halt, da war was. Oh, oh. Fang endlich an zu kämpfen. Fang endlich an zu kämpfen. Hier geht's ums Überleben. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hoch, oder? Was ist das überhaupt? Uah! Ach, zur Hölle! Alter Schwede! Was ist das denn? Oh, halt mal. Vielleicht kriegen wir Dings. Sehen wir uns mal die Cafeteria an. Genau, und kriege ich jetzt hier meinen Schläger? Bam, und... Jawoll! Wie geil! Und nochmal. So, kann ich mir das jetzt nehmen? Ich glaube, sie sollte das nehmen. Oh, ich habe mich nie besser gefühlt. Ja, halt dein Maul einfach. So. Dann gucken wir uns mal das da drinnen an. Ein Schaltkasten. Zum Öffnen brauche ich ein Werkzeug. Das haben wir natürlich. Und zwar hier. Jawoll. Da hängt jetzt halt noch ein Stück Leiche im Weg, aber das soll uns jetzt nicht stören. Probieren wir es mal. Was muss ich machen? Ach, einfach so eine Verbindung finden. Okay. Okay, okay. Fangen wir unten mit der hier an. Blau, blau führt da hoch zu dem da hier. So. Und für das andere brauche ich noch Sicherungen, ne? Da fehlen noch zwei hier. Aber vielleicht kann ich die ja schon mal richtig legen. Zu rot? Nee, das ist das Falsche. Nee, das führt zu gar nichts hier. Das muss dann doch hier hoch. Und dieses Rot muss dann hier hin. Und dann kommt es da oben raus. Genau. Und dann
setze ich das schon mal hier hin, oder? Nee, so und... Und... keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Ich bin zu dumm. Tut mir leid. Also, uns fehlen eh noch Sicherungen. Hau dir aufs Maul! So. Geil, das kannst du dann gerade mal du trinken. Jetzt kann's rund gehen. Yes, Baby. Genau, das ist die richtige Einstellung. Okay, hat's sonst nirgendwo was gehabt, ne? Oh! Ah, wie geil! Okay, ich muss auf jeden Fall immer das Zeug wegschieben, die Müllwägen und so einen Rotz. Okay, dann gehen wir mal da rein. Mach dich auf das Schlimmste gefasst. Mach dich auf das Schlimmste gefasst. Nö. Nichts. Die Müllwägen immer schön wegziehen. Nice. Was haben wir noch hier? Will mich hier jemand töten? Dann soll er jetzt kommen. Oder für immer schweigen. Eine CD zum Speichern. Perfekt. Ich glaube, das war's hier, oder? Hier noch. Der Gefrierschrank, voll mit kaltem Fleisch. Brrr. Oh mein Gott, wirklich? Ernsthaft, Leute? Brrr. Okay. Dieser Tanga, der da rausguckt. Ich komm nicht drauf klar, das ist so 90er. Oh Mann, hier passiert was. Dann komm jetzt. Komm jetzt, oder... Bin ich eigentlich die Einzige, die irgendwas hier macht? Seht ihr das? Was mache ich jetzt? Toll, du hast ausgelöst, du blöde Kuh. Tot? Ja! Ich bin der Badass Motherfucker. Entschuldigung, aber es ist einfach echt die Wahrheit. Hat sie noch irgendwas? Nein! Hat ihr es gehört? Die Krankenschwester! Was ist das denn? Ah, Schachtel mit Sicherung. Ey, perfekt. Okay, sie macht erst auf, wenn das Licht an ist. Ich hoffe jetzt, dass ich in nichts reinrenne. Ist das auch ein Sicherungskasten? Nee. Ich höre doch was. Hier ist irgendwas. Schieß doch, jetzt schießt du mal. Und noch einmal. Na also, geht doch. Die kann auch mal was machen, die blöde Trulla. Ey Leute, ich will jetzt wirklich nichts sagen, ne? Aber... Habt ihr euch mal deren die Brüste von den beiden angeguckt? Die stehen wie einzeln. Guckt euch das mal an. Unfassbar. Ist unfassbar. Okay. Bevor ich jetzt irgendwas mache, speichere ich erstmal. Ich hab alles. Okay. Jetzt kümmern wir uns nochmal um die Sicherung. Es fehlen ein paar Sicherungen. Achso, die kann man doch jetzt verwenden, oder nicht? Sicherung. Verwenden. Jawohl, jetzt sind die drin. So, dann kümmern wir uns jetzt um diese Schalter hier. Das sieht eigentlich... Nee, das muss auf Rot und das muss hier hin.
Hat das jetzt geklappt? Ah, jetzt sind beide an hier. Und du musst auf Death hier? Hä? Hä? Ah, jetzt! Es funktioniert! Die Licht... Ah, stimmt, das ist ja nicht nur Tageslicht. Generell reagieren die auf Licht. Nice! Blume, schnell zur Krankenschwester. Ich glaube, ich brauche jetzt vor nichts Angst haben, ne? Mal gucken, wie die aussieht. Die hat bestimmt auch so richtig aufrecht stehende Euter dran. Hier gab es nichts mehr für uns. Jetzt mal gucken, ob sie uns aufmacht. Miss Wilson, wir suchen Kenny. Sie wissen nicht, wo er ist, oder? Kenny? Kenny? Oh, noch einer. Noch einer was? Kenny. Herbert? Herbert? Hat der etwa Kenny entführt? Das war Leonard. Was? Hat Leonard Kenny etwa? Er will raus. Die ist total von der Rolle. Wir können ihn nicht mehr aufhalten. Hat keinen Sinn. Das geht jetzt schon viel zu lange. Viel zu lange. Könnt ihr mir sagen... Ich habe ihm gesagt, er soll nicht... Er hat sie noch nie rausgelassen. Aber sie müssen entkommen sein. Leonard. Es ist Leonard. Er will raus. Wir können ihn nicht aufhalten. Er ist einfach zu schnell. Könnt ihr mir sagen, was das gerade für eine Unterhaltung war? Prima, meine Augen sind in Ordnung. Was war das gerade? Ich verstehe nichts mehr gerade, ne? Und dieses scheiß Rumgesinge, haltet bitte eure Fresse. Dankeschön. Liebe Elisabeth, du warst nicht da, also schreibe ich dir diesen Brief. Ich hoffe, ich kann mich deutlich machen. Heute Morgen habe ich Mr. W. dabei erwischt, wie er aus dem Amphitheater kam. Ich vermute, er hat gestern Nacht die Schleusenkammer offen gelassen. Jetzt bin ich zu weit gegangen. Dieser Idiot bringt uns alle in Gefahr. Wie du weißt, bedeutet die derzeitige Instabilität, dass wir keinerlei Risiko eingehen dürfen. Wir müssen etwas unternehmen. Versuche heute, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Vielleicht erfährst du etwas. Herbert. Okay. Okay, Herbie. Können wir ihn auch Herbie nennen? Wie Herbie Derb? Aber warum haben sie alle ihre Kühlschränke verschlossen? Das weiß keiner. So, dann gehen wir... Da können wir rein. Oh, gehen wir mal aus dem Weg. Noch eine CD. Tu den Stuhl da weg. So. Eine CD, die wir natürlich mitnehmen. Und dann hauen wir diesen Schrank auf. Wir hätten ja nicht einfach die Schwester fragen können, ob sie uns vielleicht den Schrank aufschließen kann. Nein, wir hauen ihn auf. So, Leute. Was mir jetzt hier gerade auffällt und euch hoffentlich auch. Ganz genau. Wir müssen wieder in den Speisesaal, denn da oben war ja dieses... Ich hab dieses Handrad schon mal gesehen. Ich auch! Und zwar... Müssen wir jetzt wieder auf den Hof runter, glaube ich. Oder wie kommen wir da jetzt am besten hin? Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Können wir auch in die Richtung so? Nee, es wird ja immer falscher. Ja, das könnte doch auch funktionieren, oder? So, und da müsste jetzt auch irgendwie vielleicht gleich eine Türe kommen. Bitte. Bitte. Tür. Bitte. Ja, das müsste auch gehen. Wo ist denn eigentlich jetzt was eingestürzt? Wir hatten doch irgendwas gesehen, was eingestürzt war. So, und wir kommen jetzt am besten so lang da rein. Okay.
So lustig, ne? Die Mädchen machen hier die ganze Arbeit und der Typ, der faulenzt halt so übertrieben. Der chillt richtig sein Leben auf dem Hof. Die Treppe ist eingestürzt. So. Nachladen. Was habe ich noch an Muni? Ich habe nicht mehr so viel. Die Treppe ist eingestürzt. Das war vorhin also der Lärm, den wir gehört haben. Und dann ist Munition vom Himmel gefallen. Weil das ist so. Da drin ist es völlig dunkel. Jetzt müssen wir gucken, wie wir da hinkommen. Übers Klassenzimmer. Wie kommen wir denn da jetzt hin am besten? Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so. Wie kommen wir denn jetzt hoch? Und was war das jetzt gerade wieder für ein Geräusch? Okay. Da haben wir wohl rein sollen. Ach, von hier sind wir jetzt. Alles klar. Und von wo kamen wir? Was? Geht nicht auf. Ist wohl mit herabgerutschter Erde blockiert. Okay. Halt, liegt da ein Brief? Was war das? Nee, okay, ist nicht für uns bestimmt. War das dann hier drinnen? Ah, nee, das ist die Toilette. Oh, Mann. Komm schon. Hier war nichts drin, ne? Hier ist jetzt auch nichts mehr. Von hier sind wir runtergekommen damals. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder raus und gehen noch ein Stockwerk hoch. Dann müsste es da wohl sein. Boah, es ging jetzt aber, das war jetzt aber ein bisschen schnell hier rum. Okay. War das jetzt hier? Auch wieder diese scheiß herabgerutschte Erde. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Dann würde ich sagen, ich gebe mal eine Runde Speichern aus. Die Aufnahme ist fertig. Das freut mich. Freut mich wirklich. So, jetzt mal gucken. Jawohl. Und jetzt können wir das hier draufsetzen. Haha! Und schieben das nach darüber. Jetzt ist die Tür frei. Und wir machen sie auf. Leute, es wird doch langsam. Und jetzt? So, wir haben Munition. Eine Filmrolle? Gab es irgendwo nochmal was, wo man den Film angucken konnte? Ich weiß es gerade nicht. Dieses Foto wurde beim Bau der Schule aufgenommen. Überall unter uns sind Keller. Ich wusste es! Es gibt also doch noch Keller. Gibt es hier noch irgendwas? Nichts Interessantes? Nichts Interessantes. Dann gehen wir wieder raus. So, ich habe jetzt allerdings keine Ahnung, was ich als nächstes machen muss. Die Tür ist scheinbar abgeschlossen. Kann ich irgendwas benutzen? Schlüssel zum Lehrerzimmer. Das ist zwecklos. War hier noch irgendwas? Nee. Gab's hier irgendwas noch? Auch nicht. Könnte es aber vielleicht sein. Ich konnte ja das nie bewegen. Was passiert, wenn ich das jetzt auch noch ganz rüberschiebe? Gibt's hier jetzt irgendwas? Nee, hier gibt's auch gar nichts.
Okay, dann gehen wir wieder raus. Mr. Walden, was machen Sie da? Ich suche Friedman. In einer Schublade? Das letzte Mal habe ich ihn... Ihr wisst, wo er ist? Wo habt ihr ihn gesehen? Er war in der Bibliothek, aber das ist schon eine Weile her. Warten Sie. Glauben Sie, er hat was damit zu tun? Möglich. Kann ich mitkommen? Nein. Was ist mit Kenny? Wussten Sie, dass die Schule einen Keller hat? Ich weiß, dass Kenny da unten ist. Durch die Aula müssten wir runterkommen. Geben Sie mir bitte den Schlüssel? Eigentlich darf ich nicht, aber egal. Hier. Danke. Hey, nicht weggehen! Hey, nichts weggehen!